Oh Gott! Oh Gott! Lauf! Oh Gott! Moin moin, meine Freunde. Scheiße. Moin moin, ne? Wir sind jetzt an La Gruta. La Gruta. Una persona maximal per una dollare, te. Si, si. Und Anna, warst du schon mal in einer Fledermaushöhle? Das stinkt. Es stinkt, ja. Boah, das Ding ist groß wie mein Finger, ey. Bleh. Oh Gott. Was hab ich berührt? Oh ja, das wird ein Riesenhaufen Scheiße sein. Hier ist auch schon der Ausgang. Einfach raus. Oh Gott! Oh Gott! Das ist alles Kacke! Oh Gott! Lauf! Oh Gott! Komm schnell! Lauf, lauf, lauf! Oh, Alter. Oh Gott! Bisschen eklig. Bisschen eklig. Man braucht auf jeden Fall Wanderschuhe, wasserfeste. Du hast kackfeste Schuhe dafür. Stell die Knie dir wie eine Scheiße drin, ey. Aber, I liked it. Kein Dorf. Wenn man überlegt, ob man im Moviepark für 25 Euro Eintritt zahlt, um in dieses Horrorhaus da reinzugehen. Hier hat man jetzt für 2 Dollar wesentlich mehr geboten bekommen. Insgesamt, also für 2 Leute, ne? Das war wirklich. Nach mehrstündiger Wanderung sind wir jetzt am Starfish Beach angekommen. Das ist ein sehr touristischer Strand auf den Bockersinseln, richtig? Was machst du da? Willst du dich gerade umziehen? Ja. Hier sind sehr viele Touristen. Ist trotzdem sehr schön. Also, man hat hier so einen riesen Strand. Wie gesagt, da sollen Seesterne drin sein ohne Ende und da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir welche finden. Ja, das waren nochmal ein paar geile Seesterne und da ist noch ein Storch. Ein Storch. Buenas noches, werte Freunde. Wir sind hier jetzt in der wunderschönen Karibik an der Nordgrenze von Panama, fast zu Costa Rica, auf der Isla Colón, Bocas del Toro. Und sehr viele Backpacker, vor allem Deutsche, die sind wieder überall. Wir befinden uns gerade auf der Calle 3, also die dritte Straße. Wir haben nämlich Straße 1, 2, 3 und dazu ganz viele Querstraßen, also recht amerikanisch gehalten. Und nur mal so für die Leute, die meinen, wir machen hier Urlaub, ne? Das ist richtig hart. Ich habe hier 3 Milliarden Insektenstiche, überall am ganzen Körper. Sieht so Urlaub aus, ja? Oh, oh, was liegt da denn? Es ist jetzt gerade wahnsinnig heiß hier. Ich glaube, wir haben heute bestimmt wieder 36 Grad. Es ist halt mega drückend. Die Luft, die steht und bewegt sich einfach nicht. Normalerweise ist es im Oktober immer sehr am Regnen. Das ist auch echt super. Diese ganzen Taxen kosten nämlich nur 1 Dollar. Super. Wir sind in der Avenida Norte zwischen der 2. und 3. Straße. Und sehr empfehlenswert ist hier das Restaurant Tom's, wo es für 5 Dollar jeden Tag ein Tagesmenü gibt. Fisch, Hähnchen, Fleisch mit Reisbohnen und Salat und einer super leckeren, kalorienarmen Limonade. Das ist lecker. Guck mal neben. Also in Panama City habe ich die schon mal probiert und da hat eine halbe Stunde meine Zunge gebrannt. Infektionsbrenner. Ich
muss sagen, dass bei vielen Travelblogs oder Videos oder auch Lonely Planets, die ich gelesen habe, wird immer gesagt, das Restaurant ist zum Beispiel auf der Insel, aber wo genau das ist, das steht nirgendwo und hier gibt es leider keine Adressen. Wir sind jetzt auf der schönen Insel Bastimientos. Das ist eine Insel weiter von Colón. Isla Colón. Ich hab's mit den Namen einfach nicht. Also Anna, erzähl du mal lieber. Wir sind hier im Old Bank Viertel. Das ist eines der ärmeren Viertel der ganzen Insel. Das sieht man, wenn man an den Straßenrändern guckt, dass ziemlich viel Müll rumliegt. Das Wassertaxi hierher hat uns $5 gekostet. Ich glaube, es wird günstiger, wenn man einfach mit mehr Personen fährt. Die Fahrt dauert aber auch nur 5 Minuten. Jetzt gleich werden wir zu Fuß zum Wizard Beach gehen. Es gibt eine seltene Krankheit hier, die nennt sich Islaphilie. Sie beschreibt im Prinzip in einen toten Körper, speziell eine Insel verliebt zu sein. Was man hier an Anna erkennt. Anna! Lass die Palme los! Du hast doch mich! Dein Fazit zu Panama? Eigentlich wollte ich nur 3 Tage bleiben. Ich war mir ganz, ganz sicher, dass ich sofort weitergehe nach Costa Rica. Es wurden 23 Tage. Und ich muss sagen, mein Fazit ist super. Ich habe total viel gesehen. Wale, Faultiere, zwei Faultiere. Ich habe auch eins gesehen. Seesterne und ganz viel schöne Natur. Ich bin gewandert. Panama, tolle Strände, gutes Essen. Und es ist nicht super günstig, das Land, muss ich sagen. Aber die Menschen waren nett, waren immer hilfsbereit. Und ich fühlte mich immer sicher, obwohl ich alleine als Frau gereist bin. Das heißt, ich kann es jedem empfehlen und freue mich jetzt auf Costa Rica. Mein Fazit zu Panama, es ist f***ing heiß. Ich glaube, ich war noch nie in so einem dichten, humiden Klima. Aber es ist wunderschön, es ist eigentlich genauso, wie man sich die Karibik vorstellt. Menschen, wie Anna schon sagt, super freundlich. Ich kann jetzt auch nicht so viel sagen, ich war nur 3 Tage da. Ich glaube, ein wichtiges Fazit für die ganzen Low-Budget-Backpacker. Es kostet zwar alles nur $1, aber es kostet auch alles immer $1. Ne? Und jetzt gehen wir über die Grenze nach Costa Rica. Das war der traurigste Tag überhaupt.